Absurd ist wie die Rede, die Obama am Mittwoch vor den Vereinten Nationen hielt, habe ich mein Lebtag nicht gehört. Da stellt sich der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vor die gesamte Welt und erzählt Dinge, von denen jeder weiß, dass es sich um Lügen handelt. Gleichzeitig zeigt er, mit welcher Doppelmoral Washington arbeitet und dass Washington glaubt, aufgrund der Einzigartigkeit und Unerlässlichkeit Amerikas dürfte man sich über sämtliche Gesetze hinwegsetzen. Noch erstaunlicher finde ich es, warum nicht alle Zuhörer aufgestanden sind und den Raum verlassen haben. Stattdessen saßen die aus aller Welt versammelten Diplomaten da und ließen sich nach Strich und Faden vom schlimmsten Terroristen der Welt belügen. Sie klatschten sogar Beifall. Der Rest der Rede war genauso ein Blödsinn. Wir stehen an einem Scheideweg, Zeichen des Fortschritts, gesunkene Wahrscheinlichkeit eines Krieges zwischen den großen Mächten. Hunderte Millionen von Menschen sind aus dem Gefängnis der Armut befreit worden. Und während Ebola in Afrika tötet, wir haben gelernt, Krankheiten zu heilen und die Kraft von Wind und Sonne zu nutzen. Genau, wir sind jetzt Gott. Mit wir ist hier übrigens das auserwählte Volk gemeint, also die Amerikaner. Die anderen zählen nicht. Wir ist es, worauf es ankommt. Es ist schier unmöglich, aus Obamas Rede die absurdeste Aussage herauszupicken oder die lachhafteste Lüge. Vielleicht die hier. Die russische Aggression in Europa erinnert uns an die Zeiten, als große Staaten die kleineren in ihrer Verfolgung territorialer Ziele einfach zertrampelten. Oder doch eher die hier. Nachdem das Volk in der Ukraine Massenproteste mobilisierte und Reformen förderte, flog ihr korrupter Präsident. Gegen den Willen der Regierung in Kiew wurde die Krim annektiert. Russland überschüttete den Osten der Ukraine mit Waffen, stachelte gewaltbereite Separatisten an und fachte einen Konflikt an, bei dem Tausende ihr Leben verloren haben. Als ein ziviles Flugzeug über Gebieten abgeschossen wurde, die von diesen Stellvertretern Russlands kontrolliert wurden, weigerten sie sich tagelang, Zugang zur Absturzstelle zu gewähren. Als die Ukraine begann, die Kontrolle über ihr Territorium zurückzuerlangen, hörte Russland auf, so zu tun, als unterstützte man bloß die Separatisten und sandte Truppen über die Grenze. Die gesamte Welt, jetzt spricht wieder sozusagen der Roberts, die gesamte Welt weiß doch, dass Washington die gewählte ukrainische Regierung stürzen ließ, dass sich Washington weigert, die Satellitenbilder zur Zerstörung des malaysischen Flugzeuges zu veröffentlichen, dass sich die Ukraine weigert, die Anweisungen zu veröffentlichen, die Flugleitung der Maschine gab, dass Washington eine echte Untersuchung zur Absturzursache verhindert hat und dass europäische Experten vor Ort ausgesagt haben, beide Seiten des Cockpits würden Spuren von Beschuss durch Maschinengewehre aufweisen, was dafür spricht, dass die Maschine durch die ukrainischen Kampfjets abgeschossen wurde, die ihr gefolgt waren. Bislang hat es noch keine Erklärung dafür gegeben, warum ukrainische Jets sich an die Hacken eines Passagierflugzeugs gehängt hatten, das von der ukrainischen Flugaufsicht geleitet wurde. Die ganze Welt weiß doch, würde Russland territoriale Ambitionen verfolgen, hätte Russland Georgien behalten und eingegliedert, nachdem sein Militär die von Amerika trainierten und versorgten georgischen Truppen besiegt hatte, die Truppen des Georgiens, das über Jahrhunderte hinweg Teil Russlands gewesen ist. Wenn Washington innerhalb von 13 Jahren ohne eine Kriegserklärung 7 Länder bombardiert oder dort einmarschiert, dann ist das keine Aggression. Aber es ist Aggression, wenn Russland die Petition der Krimbürger annimmt, von denen 97% für einen Anschluss an Russland gestimmt hatten. An das Russland, zu dem die Krim jahrhundertelang gehört hatte. Bevor Chruschtschow 1954, als Russland und Ukraine Teil desselben Landes waren, die Krim der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik zuschlug. Und die gesamte Welt weiß, dass der Separatistenführer der Donetsk-Republik recht hatte, als er sagte, würden wir russische Militäreinheiten an unserer Seite haben, wäre nicht die Eroberung von Mariupol in den Nachrichten, sondern die Einnahme von Kiew und Lviv. Wer ist in Wirklichkeit das Geschwür des gewalttätigen Extremismus? ISIS, das 4 Journalisten geköpft hat? Oder Washington, das allein im 21. Jahrhundert 7 Länder bombardiert hat, 100.000 Zivilisten tötete und Millionen Menschen vertrieb? Wer ist der schlimmste Terrorist? ISIS, eine Gruppe, die künstlichen von den britischen und französischen Kolonialherren bestimmten Grenzen neu zieht? Oder Washington mit seiner Wolfowitz-Doktrin, die als Grundlage der amerikanischen Außenpolitik dient und als Washingtons Hauptziel die Weltherrschaft vorsieht? ISIS ist ein Geschöpf Washingtons. Bei ISIS finden wir Dschihadisten, die für Washington Gaddafi in Libyen gestürzt haben und dann nach Syrien geschickt wurden, um Assad zu stürzen. Wenn ISIS ein Netzwerk des Todes ist, eine Art des Bösen, mit dem Verhandlungen unmöglich sei, so reden wir trotzdem über ein Netzwerk, das von Obama-Regime höchstpersönlich erschaffen wurde. Wenn ISIS tatsächlich so eine Bedrohung ist, wie Obama es behauptet, wie kann dann die Regierung, die diese Bedrohung überhaupt erst erschaffen hat, glaubwürdig den Kampf anführen?
In seiner Rede ist Obama nie auf das zentrale Problem eingegangen, vor dem die Welt steht. Dieses Problem ist die Unfähigkeit Washingtons zu akzeptieren, dass es starke, unabhängige Nationen wie Russland und China gibt. Die neokonservative Wolfowitz-Doktrin schwört die Vereinigten Staaten darauf ein, ihren Status als einzige globale Großmacht zu erhalten. Damit das gelingt, muss Washington jede feindselige Macht daran hindern, eine Region zu dominieren, deren Ressourcen unter konsolidierter Kontrolle für globale Macht ausreichen würden. Als feindselig ist hier jedes Land anzusehen, das über ausreichend Macht oder Einfluss verfügt, Washingtons Macht beschneiden zu können. In der Wolfowitz-Doktrin wird ausdrücklich Russland ins Visier genommen. Unser erstes Ziel besteht darin, das Erstarken eines neuen Rivalen zu verhindern, sei es vom Territorium der ehemaligen Sowjetunion aus oder andernorts. Als Rivale gilt jedes Land, das imstande ist, seine Interessen oder die seiner Verbündeten gegen Washingtons Vorherrschaft zu verteidigen. So viel zum Thema Manipulation. Lasst euch nicht manipulieren und klärt weiter auf. Ich drücke euch die Daumen, es ist nicht leicht. Ich wünsche euch einen schönen Abend.